Guten Abend draußen an den Geräten, also den wenigen, die in Deutschland noch nicht im Knast sitzen. Mit Erstaunen stelle ich fest, dass einige Bundesländer den Straftatbestand des Gedankenverbrechens eingeführt haben. Ob in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg oder Bayern, Klimaaktivisten sitzen mittlerweile bis zu 8 Wochen präventiv im Gefängnis, sobald sie nur an Klebstoff denken. Menschen ohne Prozess über Monate einsperren, das können sie vielleicht an den EU-Außengrenzen machen, aber bitte nicht in Deutschland. Zumal uns Gefängnisinsassen jedes Jahr mehrere Milliarden Euro kosten, die uns dann für ein 9-Euro-Ticket fehlen. Ich fordere meine Landsleute daher auf, keine weiteren Haftstrafen mehr gegen Leute zu verhängen, die sich friedlich für das Überleben der Menschheit einsetzen. Zumindest solange Gestalten wie Rainer Wendt, Frau von der Leyen und der RWE-Chef noch auf freiem Fuß sind. Vielen Dank, wir sehen uns im Gefängnis.